Journal der Fairhaven-Kolonie, 14. Februar 1801. Ich kann es immer noch nicht glauben, was wir seit dem ersten Spatenstich in der Kolonie erreicht haben. Fairhaven hat sich zu einer unglaublichen Stadt entwickelt, die zu den großen Namen in der Entwicklung und Herstellung neuer Technologien zählt. Allein unsere Weltausstellung ist ein Monument dafür. Aber auch auf anderen Inseln in dieser Welt haben wir gezeigt, dass diese Kolonie durchaus in der Lage ist, sich selber zu beweisen. Wir haben auch den erneuten Aufstieg des Reiches La Corona vereitelt. Und dabei haben wir gezeigt, dass wir auch nach dem Krieg helfen, die Ruinen wieder aufzubauen, die wir hinterlassen haben. Auf anderen Inseln sind wir dabei, die Natur wieder aufzuforsten. Wir haben die kriminellen Machenschaften der Familie Harlow beendet und eine Freundschaft in der Person von Bente Jorgensen gefunden. Natürlich haben wir nicht an den Grenzen der bekannten Welt Halt gemacht und Expeditionen in die weite Welt herausgeschickt, um diese zu entdecken. Dabei sind wir auf die neue Welt gestoßen. Hier haben wir gezeigt, dass wir uns auch an andere Gegebenheiten anpassen können und haben auch hier Siedlungen erschaffen. Auch hier haben wir neue Freunde gefunden. Aber bei all den Wundern, die wir entdeckt haben und all den Erfolgen, die wir hatten, gibt es noch Arbeit zu tun, bevor wir uns auf diesen Erfolgen ausruhen können. Über Rio de Juanita geht die Sonne auf und ich sage, na komm Kamera, willkommen zu Anno 1800. Und ja, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen bezüglich des Projekts. Wir werden heute diese Insel fertig ausbauen, dass sie sich selber versorgt, nach Möglichkeit, und dass sie Goldlieferungen nach Fairhaven schickt. Und dann, ja, wird es das mit dem Projekt wohl gewesen sein. Ich sehe da jetzt auch sonst nichts, keinen Grund, noch weiter zu versuchen, alles zu perfektionieren in der Wirtschaft. Und ja, es wird einfach mal Zeit für ein bisschen was Neues. Vielleicht mache ich noch irgendwann eine Bonusfolge, wo ich in so einer 2 Wochen oder so, wenn ich die Zeit dazu hatte, wo ich nochmal Fairhaven ein bisschen schöner gemacht habe. Und so, weil das würde mir selber auch noch Spaß machen, aber das würde ich gerne off-cam machen. Aber ich würde es euch dann nochmal zeigen. Aber ja, es wird mal Zeit für ein bisschen Abwechslung wieder auf diesem Kanal. Und da wir ich habe halt keine DLCs für Anno 1800 zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen lohnt es sich einfach nicht, hier weiterzumachen, wirklich, weil wir sonst nichts mehr zu erreichen haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir werden Topsen jetzt erstmal versuchen, diese Insel hier noch fertig zu machen. Dafür spulen wir aber auch mal ein bisschen vor. In die Takelage! Damit wir schöne Rohstoffe reinbekommen. Und wir schauen uns mal an, wie es hier mit der Bevölkerung aussieht. Diese hat gebackene Bananen bekommen, möchte gerne noch Ponchos haben. Und Rum haben wir noch auf Lager, aber die Insel kriegt keinen Rum. Deswegen würde ich sagen, wir gucken auch mal, dass wir jetzt dafür uns darum kümmern, dass Rum hier angebaut wird. Und die Insel sich mit Rum versorgen kann. Wir haben hier hinten noch einen schönen Bereich für Anbauflächen und den können wir ja direkt mal dafür nutzen. So, das Verhältnis war 1 zu 1 und hier 1 zu 2. Gut, dann schauen wir doch mal, dass wir hier erstmal schön ein paar Felder für Zucker hinbekommen. So, dann haben wir hier einmal, nutzen wir hier mal schön ein bisschen den Bereich aus. Da kommt noch einer hin. Und wir machen einfach direkt erstmal 3 Plantagen. Dann dürften wir erstmal ein bisschen abgesichert sein, wenn wir die Stadt weiter ausbauen. Warte, wir schieben dich mal hier weiter ran. So. ...128, perfekt. Dann bekommt ihr natürlich auch noch ein Lagerhaus hier hin. Und eine Feuerwehr, weil wir wissen ja, dass sich gerade die Rumbrennereien auch mal gerne selbst entzünden. Um es nett auszudrücken. Dann, oh, warte kurz, das schieben wir hier nochmal ein bisschen näher ran. So, und jetzt 1, 2, 3.
Hier einmal die Straße schön rumlegen. Hier könnten wir später noch zum Strand runter. Brauchen wir natürlich noch eine Straße, die zum Kontor zurückführt, irgendwie. Machen wir mal so. Denn von der Stadt aus bringt das erstmal noch nichts. Genau, jetzt brauchen wir noch natürlich die Holzfäller. Die Feierlichkeiten sind beendet. Na, wo kriegen wir noch schön? Hier haben wir noch schön 100%. 1, 2. Und dann können die schon mal auf jeden Fall aufgebaut werden. Die Attraktivität ihrer Brauchen wir natürlich noch eine Straße. Man sieht, allen geht es schon viel besser. So. Und da die aber bei weitem nicht dahin kommen, kriegen die natürlich auch nochmal ein Lagerhaus hier hingestellt. So, das heißt, die Lagerhäuser aufbauen, die Farmen aufbauen und die Rumbrennereien aufbauen. Und natürlich die Feuerwehr nicht vergessen. Sonst steht hier gleich alles erstmal in Flammen. Spielstand. Gut, damit wird diese Insel jetzt mit Rum versorgt. Jetzt brauchen wir noch die Ponchos. Die Ponchos würde ich wieder gerne ein bisschen näher in die Stadt selber ranpacken. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was mit den Tieren dann dabei. Beziehungsweise, wir könnten natürlich auch hier auf der Insel ein bisschen was machen. Hier ist ja auch noch Platz und mit Feldern wird es hier wahrscheinlich eh später ein bisschen schwierig. Dann nehmen wir jetzt mal die Alpaka-Farm. Die hatten, glaube ich, 4. Ja, ich meine, die hatten 4 Felder jeweils. 1, 2, 3, 4. Genau, dann packen wir hier noch eine hin. 1, 2, 3, 4. Das war auch ein 1:1 Verhältnis. Dann können hier noch die Dinger hin. 2, 3, 4. Dann machen wir hiervon auch direkt 3. Erstmal. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich glaube, das könnte auch vom Vorteil sein, wenn wir direkt 3 Stück hier hin machen. Eins, zwei, drei, vier. Einmal die Straße hier runter. Nein, warte, falsch. Weil da eventuell noch ein 4. Gebäude hinkommt. Machen wir das mal so rum. Dann braucht ihr auch noch ein Lagerhaus. Packen wir das mal hier hin. So. Dann kriegt ihr jetzt auch Ponchos. Dann können wir auch die Stadt direkt ein bisschen weiter ausbauen. Ich bin so glücklich, wenn du glücklich bist. Oh, das ist aber... Ja, also, ja, ich bin natürlich dann auch glücklich. Ich meine, hat sie irgendwie auch gesagt, aber ja. Ich mag die gute Bente. Die ist so nett, liebevoll. Zugegebenermaßen, sie sucht sich manchmal die etwas falschen Verbündeten aus, aber wie zum Beispiel den Maischik. Die Feierlichkeiten sind beendet. Aber ja, sonst ist sie ganz in Ordnung. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Na echt, hat sie das? Schade. Schade für Ralingen. Dann noch. Die Menschen lassen sie hochleben. Würde ich hier gerne ein bisschen das System umsetzen. Weil hier macht es noch Sinn, so zu machen. Würde ich aber hier jetzt umsetzen auf anderes System. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Hoffe ich natürlich auch. Sind hier gerade dabei, hier auszubauen. Oh ja, das ist ganz gut. Brotknappheit, ja. Deswegen, wir müssten eigentlich so viel, also wenn wir hier wirklich perfektes Wirtschaftssystem haben wollen mit allen Inseln und so, dann wären wir hier noch Ewigkeiten mit beschäftigt. Deswegen,
Ja, würde ich halt sagen, wir versuchen das gar nicht erst, weil ich bin jetzt auch nicht so der, also in Anno, ich bin nicht derjenige, der wirklich es schafft, immer die perfekten Wirtschaftssysteme aufzubauen. Ich glaube, das hat man schon längst mitbekommen, wenn man meine Anno Let's Plays verfolgt hat. Ein gefährlicher Sturz. Achso, das können wir doch auch schon. Ja, hier, 30%. Wir nehmen die 30%. Hat leider nicht funktioniert. Schade. Aber fahrt mal weiter. So. Sind hier auf jeden Fall wieder im Plus. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt wollen sie natürlich auch eine Kapelle haben. Sollen sie auch bekommen. Packen wir hier eine schöne Kapelle hin. So. Was haben wir hier eigentlich für Parks und so? Spielstand gespeichert. Hier sonst werde ich noch mal ein bisschen schöner machen. So. So. Haben wir hier ein bisschen schöner. Und, achso, hier können wir übrigens keine Ziegelsteine holen. Achtung, das ich ein bisschen also abbauen. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen fahren wir jetzt mal zu einer Insel, die selber welche produziert. Das macht hier unten am meisten Sinn. Schicken wir mal die Schiffe dahin. Oder das Schiff in dem Fall. So, wie sieht's aus? Ihr seid jetzt happy. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir jetzt mal hingehen und die ersten Abreros in die Stadt holen. So, ihr wollt natürlich direkt erstmal Tacos haben. Sollt ihr auch bekommen. Können wir nämlich auf dieser Insel anbauen. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, das können wir hier machen. Perfekt. Dann suchen wir uns nochmal den nächsten Fleck an Anbaufläche. Hier ist halt sehr viel Erze und so. Aber wir brauchen müssen ja zu dieser Insel dann eh rüber. Dann machen wir das doch einfach hier. Wieso ist eigentlich die... Na egal, können wir genau so geht das doch eigentlich auch. Straße. Machen wir hier eine Abzweigung. Norton Bay. Was ist denn? Die Schnapsbrennereien. Wetten, es sind die Schnapsbrennereien. Weberei diesmal. Ah nee, aber die Schnapsbrennerei war der Ausgang des Ganzen. Das war ja mal wieder klar. Eigentlich müssten wir Schnaps verbieten in diesem Spiel. Das fehlt mir hier tatsächlich noch so ein bisschen. Ich habe in letzter Zeit wieder angefangen, ein bisschen Stellaris zu spielen. Was ja relativ ähnlich zu Anno ist, meiner Meinung nach. Auch wenn man das natürlich nicht so wirklich die Städte selber baut und alles. Aber von der Wirtschaft her und was man da halt noch hat, was mir hier persönlich so ein bisschen fehlt, ist halt, dass man so Erlasse und so machen kann. Okay, man kann hier halt ein bisschen Einfluss mit über die, sag schnell. Ne, warte, hier ist Norton Bay. Ne, das ist Mackwich. Hier ist Norton Bay. Ja, hier ist Norton Bay. Ein bisschen über die Zeitung natürlich machen, aber so richtig, politische Erlasse und so, das finde ich halt dann auch ziemlich nice gemacht. Aber egal, zu Stellaris kommen wir auch noch irgendwann. Also das habe ich echt vor, also Stellaris soll auf jeden Fall noch irgendwann auf diesem Kanal auch mal kommen. So, jetzt erstmal Maisplantagen. So, wie viele? 1 zu 30. Also hier brauchen wir 2 pro Ding. Dann werden wir jetzt mal hier... Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Wieso kommen jetzt so viele berühmte Persönlichkeiten? Die ganze Zeit kam nichts und jetzt kommt hier einer nach dem anderen. Die wir jetzt auch gar nicht mehr. Ja, vielleicht. Ja, ich schau mal. Wie gesagt, wenn. Also, das wird garantiert auch Teil, wenn ich dann die Fairhaven nochmal ein bisschen umbaue und alles. Werde ich auf jeden Fall auch hingehen und schauen, dass ich ein paar mehr Items und so einsetze. So, dann haben wir 2 von den Dingern. 4 meine ich natürlich. Hallo.
168, perfekt. Dann baut ihr euch schon mal auf. Dann könnt ihr nämlich schon mal anfangen, auch wenn ihr noch kein Lagerhaus habt, aber das kommt sofort. So, dann kommt nämlich hier ein Lagerhaus hin. Dann brauchen wir die Rinderfarm. Da ist genau dasselbe Verhältnis. Wo packen wir die am besten hin? Hier sind halt so viele Ölfelder und so, deswegen würde ich das gerne ein bisschen aufteilen. Dann packen wir die doch einfach nach hier drüben. So, Straße. So. Spielstand. Dann kommt ihr ein bisschen hier rüber. Hier kommen nämlich 6 Felder und die sind so. Wobei, dann können wir die doch. Ja, machen wir einfach hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Nummer 6. Dann auch nochmal auf die andere Seite. Wieso muss es jetzt eigentlich regnen? 3, 4, 5. Ja, das kriegen wir ein bisschen schöner hier hin. So. Nein! Die sind beendet. So, jetzt aber, komm. Lassen Sie hochleben. Geht doch. So, dann brauchen wir ein Lagerhaus. Auch auf der Insel. Die Attraktivität ihrer Stadt. Und dann können wir 2 Tortilla-Bäckereien machen. Die. So groß sind und locker hier hinpassen. Dann bauen wir hier aber auch noch natürlich nochmal Feuerwehren hin. Man kann ja nie sicher genug sein quasi. So, dann kriegt ihr jetzt auch eure Tortillas. Wenn produziert, perfekt. Dann bauen wir auch nochmal weiter die Stadt aus. Denn wir brauchen ja Obreros als Arbeitskräfte für die Goldminen. Du vertreibst meine Sorgen, Chefe. Ihr hier hinten habt schon Kapellenprobleme, okay. So, jetzt haben wir nicht mehr genügend Journalos. Das ist aber gar kein Problem. Meine Frau sagt, sie lügen. Dann kümmern wir uns direkt einmal. Die Straße da mal raus und dann können wir nämlich hingehen und ein bisschen die Stadt verschönern. Hier nicht so schön Palmen. Haben wir hier so schön Palmen hin. Mit einer Palme da weg. So. Wir könnten zum Vorbild werden. Dann, Rum. Habt ihr jetzt schon Rum-Probleme? Und gebackene Bananen. Gebackene Bananen, okay, kann ich irgendwie verstehen. Die gehen immer schnell weg. Verdoppeln wir einfach mal die Produktion. So. Dann
Nehmen wir ein bisschen näher ran. Zwei Felder, scheinbar. Zwei Felder waren das. Hier bitte einmal so. So, 128. Perfekt, dann baut ihr auch bitte euch schon mal auf und dann zwei. Spielstand gespeichert. Und dann kriegt ihr natürlich ein Lagerhaus, weil ihr dürftet nicht mehr in Reichweite sein. Vom Kontor. Perfekt. Dann haben wir schon mal wieder mehr gebackene Bananen. Wie sieht sie mit Zufriedenheit aus? Ihr wollt eine Boxkampfarena haben. Gar kein Problem. Ja, kein Problem. Sollt ihr bekommen. Hier hinten ist auch ein schöner Ort dafür. Habt ihr das? Jetzt brauchen wir noch Kaffee. Kaffee können wir tatsächlich nicht hier machen. Sind beendet. Kaffee können wir tatsächlich nicht hier machen. Aber wir haben wieder 220. Neben all den anderen ja. Spitznamen haben wir begonnen, sie unsere ich danke. Das heißt, wir können zwei weitere Goldminen bauen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Hallo, was ist denn heute wieder mit der Steuerung los? Kommt hier ein Lagerhaus hin. So. Zwei weitere Goldminen angeschlossen. Perfekt. Wir können langsam mal anfangen, eine neue Handelsroute zu erstellen. Dafür nehmen wir mal einen Clipper. Und gucken mal so. Wir haben jetzt noch drei, die alle hier sind. Okay. Wir können ja schon mal die Blaupausen setzen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ich nehme mal ein paar Bäume raus tatsächlich, damit ich zumindest ein bisschen was sehe. Auch wenn ich eigentlich immer ein Fan davon bin, die Bäume stehen zu lassen. Gut, dann die Stadt weiter ausbauen. Dürfen wir nicht vergessen. Hallo, was ist denn heute los mit den Straßen? Da haben wir wieder mehr. Ja, ist sehr gut. Lass mal die Expedition jetzt mal ruhen. Dann. 1, 2, 3. So, so. So. Ihr euch mal aus. Und ihr. Dann können wir zumindest schon mal wieder eine weitere Goldmine. Schiff vom Stapel gelaufen. Wir hatten doch gerade 100. Wieso haben wir jetzt keine 100 mehr? Die Menschen lassen sie egal. Hochleben. Bauen wir hier mal weiter aus. Zwischenziel erreicht. Jetzt wollt ihr die Melonenhüte haben. Melonenhüte. Können wir die überhaupt hier anbauen? Ich glaube nicht. Genau, weil wir haben nicht die Fruchtbarkeit dafür. Haben wir eventuell noch die Fruchtbarkeit irgendwo auf Lager? Das kann ja sein. Hier nicht.
Sieht hier drüben aus. Du kannst erstmal Steine. Kannst mal 150 wieder zurückbringen. Vorsetzen. Okay, dann hast du zufälligerweise auf Lager. Ich habe eine andere Idee. Fällt mir gerade nur noch ein. Ah, okay, ist alles zu spät. Bereit. Sonst hätte ich jetzt den Clipper mit dem Fahrtschiff ersetzt, aber naja. Ist wohl jetzt nicht der Fall. Items. Nee, du hast keine Fruchtbarkeit dafür zurzeit auf Lager. Wieso habe ich hier Actionmusik? Naja, egal. Gut, dann müssen wir die Melonen halt von irgendwo anders hier hinbringen. Spielstand gespeichert. Hier könnten wir die Melonen anbauen. Weise uns den Weg zum Horizont. Jetzt rennt Bock. Ein Fähnchen im Wind. Ohne dich sind wir besser dran. Das könnte klappen. Wir machen hier einfach eine kleine Enklave. Hol mal hier Materialien ab. So. Dann holen wir nämlich von hier drüben einfach Melonen. Weil hier können wir schön ein paar Melonenfabriken hinsetzen. Dafür haben wir genug Bewohner durch das, durch die Einfluss-Upgrades da. Dann können wir hier Melonen aufbauen. Die dann hier rüberkarren. Und das Gold schicken wir halt rüber nach Verhaven. Gucken wir direkt mal. Wie viel Gold haben sie eigentlich mittlerweile auf Lager? Ihr habt ja 5 von 7. Ja, 82, okay. So, Handelsroute. Route einrichten von Handelsroute. Von da in die alte Welt. Dahin. Gold. 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 Dahin abliefern. Ja, das Schiff nehmen wir. Perfekt. Perfekt. So, du nimmst mal mit Stein, Holz, Matsche. Kanonen gibst du mal ab und nimmst dafür nochmal 50 Holz mit. Kommst wieder nach hier oben. Dann brauche ich noch ein Schoner am besten. Der sollte reichen. Der dann die Melonen nach hier oben bringt. Genau. So machen wir das. Ja, Kaffee. Wo können wir... Und Bier wollen sie auch schon. Hier könnten wir auch Kaffee anbauen. Aber Kaffee ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als die Melonen. Dafür brauchen wir nämlich viel mehr von denen. Wäre es sinnvoller, Kaffee von irgendwo rüber zu holen, wo es schon Kaffee gibt. Habt ihr schon Kaffee? Ihr habt schon Kaffee. Wie viel Kaffee habt ihr auf Lager? Wie viel Kaffee habt ihr auf Lager? Ah, Konsumgüter da. Kaffee, 150, okay. Dann gib mir direkt einen weiteren Schoner. Dann gibt es nämlich jetzt auf jeden Fall eine Handelsroute von da nach da. Die Attraktivität ihrer Stadt nimmst mal hat sich verringert. 50 Kaffee und gibst das ab. Schiff vom Stapel Perfekt. Gelaufen. Dann kannst du das schon mal übernehmen als Handelsroute. Das Schiff ist da. Perfekt. Dann packen wir noch den Kram eben hier rüber. Und dann 1 Minute, 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30, 30, 30. Okay, wir brauchen 2 Felder hiervon. Pro Ding. Dann machen wir hier direkt
4 Felder aber auch raus. Die Menschen lassen sie hochleben. So. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich werde gleich sehen, warum ich so komisch das Feld baue. Das hat alles einen Sinn. Das hat alles seinen Sinn. So. Die Waffenruhe wurde beendet. Dann einmal hier ein Karree drumherum ziehen. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir zweimal die Dinger. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann noch zweimal die Dinger. Dann können wir zwei von denen bauen. Eins, noch mal drüber schauen. Zwei. Zack her. Der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Kannst du trotzdem mal machen. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? So. Die. Perfekt. Dann einmal Handelsroute von da nach da. Dann nehmen wir jetzt die Melonen. Nimmst du so viel du tragen kannst mit. Und startest die Route. So, wie sieht's aus? Kaffee habt ihr? Perfekt. Ja, Bier, das wird wohl nix. Tabak können wir hier auch nicht anbauen. Also Zigarren werden auch problematisch, wenn sie die wollen. Genauso wie Nähmaschinen. Also die kriegen jetzt noch die paar Sachen, die sie kriegen können. Und dann war's das. So, 200 haben wir wieder. Dann. Der Umgang mit ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Wieso willst du die nicht bauen? Oh, wir haben ein Problem. Aber haben wir nicht das Schiff gerade hier? Das ist doch mit einer neuen Fuhre Steine zurückgekommen. Genau. Schiff unter Beschuss. Okay, welches Schiff wird angegriffen? Ah, okay. Ich verstehe. Zurück von den seid ihr hier nur zu zweit? Wieso seid ihr hier nur zu zweit? Naja, solltet ihr trotzdem hinbekommen, oder? Ja, das kriegen die doch hin. Mach mal das noch rein. Ja. Ja, okay, wir verlieren, glaube ich, ein Schiff. Verdammt. Ja, klar. Na klar. Wieso hat das eigentlich so viel an Bord gehabt? Nein, verdammt. Wo sind eigentlich die restlichen hin? Was machst du hier unten? Fahr hier hin. Schnell. Und sammeln den ganzen Kram ein. Wo sind die ganzen Schlachtkreuzer?
Wieso bist du hier unten? Schiff wurde zerstört. Verdammt. Komm nach hier oben. Sie haben du auch hier hin. Fluss verloren. Ja. So. Ah. Okay, wir wollen jetzt die Goldmine hier aufbauen noch. Perfekt, und dann brauchen wir ein Lagerhaus. Das bauen wir mal hier hin. So. Damit sollten wir endlich genug Gold hier produzieren. Hoffe ich zumindest. Ich meine, das sind hier 7 Goldminen. Plus der ganze Rest, der über Latentia nach Verhaven kommt. So, wenn Verhaven jetzt immer noch nicht genügend Gold hat, dann weiß ich echt nicht, was man noch machen soll. Also Gold ist somit das undankbarste Material in Anno 1800, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wieso immer noch so wenig Uhren, wenn jetzt mittlerweile so viel Gold da ist? Wie sieht's aus mit Glas? Glas ist voll. Also eigentlich sollten Uhren laufen wie sonst was. Ehre, wem Ehre gebührt. Füllen sich gerade auf. Okay. Scheint ja ganz gut geklappt zu haben heute. Alles, was wir vorhatten. Ja, noch eine Berühmtheit. Angekommen. Welche Berühmtheit kommt denn hier an? Linsendesignerin. Ah, oh, das könnte für Brillen hilfreich sein. Wo sind denn die Brillen? Brillenfabrik da unter anderem. Da ist auch nochmal eine. Was macht die denn? Die Linsendesignerin. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Na, Linsendesignerin. Produktivität plus 30%, Aktivität plus 3. Interessant. Interessant. Naja, bauen wir sie doch einfach mal hier hin. So. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Attraktivität, hey. Ach komm, der Kram ist schon despawned. Na toll. Na toll, jetzt haben wir, was haben wir verloren? Die Haubitze? Ne, wir haben den Mörser verloren. Nein, beides noch da, okay. Ah ne, ist von dem anderen Schiff. Okay, wir haben eine Haubitze verloren. Schade aber auch. So. Gold wird jetzt hoffentlich hier genügend abgebaut und nach Verhaven geschickt endlich. Und der Rest läuft hoffentlich auch ganz gut. Gucken wir nochmal ganz kurz rein. Ja, okay, Schokolade und Tabak noch. Aber das mit den Uhren ist halt wichtiger. Ja, sie kommen noch nicht wirklich dagegen an. Gegen den Verbraucher. Also eigentlich bräuchten wir eine weitere Uhrenmacherei, ne? Haben wir dann... Wir haben nicht genügend Ingenieure da. Okay. Vor der Elektrizität... Boah. Elektrizität. So. Ah, da ist noch ein freier Ort. Dann haben sie auch Strom. Dann können sie jetzt auch produzieren. Und ein paar mehr Ingenieure werden benötigt. Jetzt brauchen wir mehr Handwerker. Toll. Ja. So. Dann haben wir das auch wieder. Die fangen hier auch jetzt an zu produzieren. Prozent steigt und steigt und steigt und steigt. Sind wir bei 100 und es steigt weiter bis auf 200 dann hoffentlich.
Und Uhren werden sich dann hoffentlich jetzt auch bessern. Wäre sehr schön zumindest. Ja, Kaffee ist auch immer noch so ein bisschen schwach. Also Kaffee, Schokolade, Tabak wären es halt noch, die man nochmal ordentlich pushen müsste. Na komm. Steigen Uhren jetzt noch an. Zwei wieder. Drei. Jetzt sind wir wieder auf zwei. Drei. Zwei. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder 3, 4, dann wieder 3, dann 4, dann 3, dann 4, 5. Und so wird sich das jetzt wahrscheinlich nach und nach hochschaukeln. Sind wir wieder bei 3? Oder auch nicht? Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. 4. Naja, aber solange sie jetzt hier zufrieden sind, bin ich zufrieden. Wie sieht es denn aus mit den Handwerkern? Haben die alles, was sie wollen? Gut aus. Ihr habt alles, was ihr wollt. Sehr schön. Ihr habt auch alles, was ihr wollt. Die Ernte fährt ein. Ja, perfekt. Na dann, würde ich sagen, mit diesem schönen Blick über Fairhaven verabschieden wir uns von diesem Projekt. Wie gesagt, vielleicht kommt nochmal eine Bonusfolge. In ein paar Wochen, wenn ich Fairhaven tatsächlich nochmal schaffe, ein bisschen schön zu machen. Wie gesagt, das mache ich aber dann offscreen. Und dann würde ich vielleicht auch noch mein Fazit zu Anno 1800 reinziehen. Was schon gut ist, aber ich habe so, also positiv, auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Aber ein paar Sachen sind ja doch so, die man meiner Meinung nach besser machen könnte. Aber wie gesagt, darüber quatsche ich dann nochmal mit in einem Bonusvideo in ein paar Wochen. Aber ja, das ist die Hauptstadt unserer Kolonie und die Feierlichkeiten sind beendet. Ja, ich bedanke mich für das Zuschauen bei diesem Projekt. Nächste Woche kommt wahrscheinlich wieder so ein bisschen Random Kram zwischendurch, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Und darauf fängt dann hoffentlich ein anderes Projekt an. Schauen wir mal, wie es wird. Vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen mehr Zufallskram. Wir werden sehen. Aber ja, Anno 1800 wird garantiert auch wiederkommen. Aber jetzt machen wir erstmal, was das angeht, ein bisschen Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es der Fall war. Und wenn ihr in Zukunft mehr sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Also nichts Anno. Anno dauert, wie gesagt, jetzt erstmal wieder ein bisschen. Aber ja, es war, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.